Ich habe dieses tolle Ed Mahoney Messer von einem Follower, von einem Fan zugeschickt bekommen. Er hat es mir geschenkt. Dankeschön dafür. Und hat gesagt, Reini, spiel mal ein bisschen damit rum. Und das habe ich gemacht. Und wenn du wissen willst, ob dieses günstige Messer auch etwas für dich ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rostam vom Survival Show Brilliance-Kunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun dieses Ed Mahoney Fahrtenmesser. Und ich habe das einige Zeit jetzt schon im Einsatz gehabt. Bei einigen Videos habe ich sie auch schon verwendet gehabt, ist sicher dem einen oder anderen aufgefallen. Und Fulltang genieteter Holzgriff, hier hinten ein kleines Loch, damit man was reingeben kann, ein Bandal. Für 40C Stahl steht drauf, Flachschliff, keine Schleifkerbe, aber das Ganze ist natürlich auch ein günstiges Messer, ein Einsteigermesser. Wird wahrscheinlich mit einer Lederscheide, weil ich habe sie nicht selber gekauft, daher weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass das so ist. Die sitzt auch halbwegs gut. Es ist ein liebes kleines Messer. Gebt da billige Eigenwerbung, den Link auf Amazon, schaut euch das ganz einfach an. Das ist natürlich nicht top verarbeitet ist, dass da immer ein bisschen was absteht. Das ist aber klar, das muss bei dem Preissegment klar sein. Klingenstahl, Feuerstahlbedienung kann man auch tun, wenn man das will. Auch billige Eigenwerbung, der letzte Feuerstahl natürlich, wenn du magst. Aber man sieht halt schon, es geht nicht allzu doll, weil der Klingenrücken nicht so scharf ist. Da könnte man aber drüber gehen. Und der Stahl leidet darunter. Also das wird wirklich schier und grausig und fürchterlich. Also das ist... Also da hängt natürlich jetzt das Magnesium drauf oder das Bimetall oder Auermetall vom Feuerstahl. Aber trotzdem, das hat kleine Kerben. Das ist halt... günstiger Stahl. Und das ist halt die Frage. Und auch was jetzt das Schnitzen betrifft, ja, ich habe jetzt durch Zufall, weil der Schnee weg ist, etwas gefunden. Wir haben nämlich experimentell, ohne eine, wirklich etwas fangen zu wollen und wir haben es auch nicht stehen lassen, aber das ist runtergefallen und das ist da gelegen, nämlich eine Vogelfalle haben wir daraus gebaut. Das ist da das Auslöseholz dazu. Das wird hier eingespannt. Und wenn ihr das Thema auch interessiert, Fallenbau und Survival-Nahrung, dann gebe ich wieder den Link auf unseren Online-Kurs, denn es ist ein Online-Kurs, gibt es auch eine Testaktion, kannst mit 1 Euro testen. Schau dir das ganz einfach an, da zeige ich dir Pflanzen und Tiere und natürlich auch Fallen, wie man das bauen kann. Und ja, wir haben nichts gefangen, wir tun das auch nicht, abgesehen davon, dass es illegal ist, ist auch nicht notwendig, wenn der Kühlschrank voll ist. Es war nur experimentell und das ist runtergefallen und da war der Schnee drauf und an dem schnitze ich jetzt herum. Also es ist so, schau das an, den Preis für das Messer. Es gibt bessere Messer. Es gibt aber auch schlechtere Messer, die teurer sind. Also wenn du ein Schnitzmesser suchst und so ein Bushcraft Outdoor Messer und dir das Aussehen egal ist, dann kauf dir Mora oder Opinel, eh ganz klar. Wenn dir dieser Stil hier gefällt, dann ist es auch okay, aber es ist nicht vergleichbar zu einem Opinel. Also ist es eine Notwendigkeit, ist es ein Messer, was man unbedingt braucht? Nein, ist es nicht. Ist es absoluter Müll? Nein, auch absolut nicht. Aber muss da halt ganz einfach gefallen, das muss passen. Was mir halt total taugt, ist, dass das hier dieses, wie heißt das, Chimping oder was auch immer, diese komischen Rillen nicht hat, das ist ideal. Lässt sich schön bearbeiten, ist alles okay. Und wie gesagt, günstige Stahlsorte, alles in bester Ordnung. Jetzt habe ich den Auslöser wieder schön gemacht, ja, dass er schön leichtgängig ist, aber er darf nicht zu leichtgängig sein. Das ist ein bisschen eine Kunst auch, ja, weil wenn er zu leichtgängig ist, dann geht er zu leicht raus. Aber das einmal an einer anderen Stelle oder im Kurs, wie gesagt, billige Eigenwerbung. Dankeschön für das liebe Messer. Das ist ganz, ganz, ganz nett. Und für mich ist es, das ist jetzt vielleicht böse, obwohl es das nicht ist, aber das ist vielleicht zum Beispiel auch ein Kindermesser oder ein Messer für einen Jugendlichen. Aber da ist halt dann auch immer wieder die Frage, das musst du scharf halten und das ist bei dem nicht so einfach. Weil, das habe ich auch schon einmal gesagt bei einem Video, gebe ich da auch oben den Link da jetzt zum Anschauen, dass ein Kindermesser extrem scharf sein muss, damit das einfach gut funktioniert, weil sonst müssen sie so Kraft aufwenden und dann tun sie erst recht weh. Und da ist das vielleicht nicht unbedingt ideal. Aber... wenn es gefällt, dann ist es okay. Dankeschön, es war sehr, sehr nett. Danke für das Messerschicken, das hat mich sehr gefreut. Ja, Kommentar, Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Billige Eigenwerbung unten, den Links zu allem, was du dir anschauen willst oder auch nicht. Abo und sowieso und bis bald. Ciao.